Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute zu einem richtig, richtig spannenden Video. Und zwar geht es heute um den Coververgleich von deutschen und englischen Covern. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, eine kurze Rede vorweg, wie das ja immer so ist bei mir. Dieses Video entsteht zusammen mit Blanche von Booksy Page. Sie hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Cover sie mir zuschicken könnte. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, welche Cover ich ihr zuschicken könnte. Und so sind quasi diese Videos in Zusammenarbeit entstanden. Ich habe ihr Cover geschickt, sie mir. Das heißt, ich werde euch natürlich ihr Video mit den Covern, die ich ihr rausgesucht habe, in der Infobox verlinken. Das heißt, schaut dort unbedingt vorbei. Es sind ganz, ganz tolle Cover dort zu sehen, auch Cover, bei denen es mich unheimlich interessiert, wie euch und natürlich auch Blanche die Unterschiede auffallen oder gefallen oder eben nicht gefallen. Den Link dazu findet ihr, wie gesagt, in der Infobox. Das heißt, schaut da unbedingt auch vorbei. Und in meinem Video geht es eben um die Cover, die Blanche für mich rausgesucht hat. Ich möchte euch quasi sowohl das deutsche als auch das englische Cover zeigen und dann so ein bisschen drauf reagieren, wie die aussehen, wie die gemacht sind, wie das Original aussieht, wie das deutsche Äquivalent dazu aussieht. Und ja, das ist das erste Mal, dass ich sowas auf meinem Kanal mache. Ich habe aber unheimlichen Spaß daran gehabt, auch schon vorher mir die Cover anzuschauen und zu gucken, wie die denn im Endeffekt aussehen und was da verändert worden ist, gerade hier im Deutschen. Und das ist sehr, sehr spannend. Es macht unheimlichen Spaß. Wir beginnen jetzt aber. Und zwar hat sich Blanche tatsächlich ein Buch ausgesucht, das wir erst kürzlich zusammen gelesen haben. Und zwar handelt es sich um Die Stimmen der verborgenen Bücher und von Bridget Collins. Ja, die Autorin sollte auch genannt sein. Dieses Buch hat mir unfassbar gut gefallen und deswegen fand ich es total spannend, dass sie sich dieses Cover ausgesucht hat, das da im Deutschen so aussieht. Also ihr seht die deutschen Cover immer auf meiner linken Seite. Ich muss sagen, ich finde das Cover unfassbar schön. Ich war auch tatsächlich im Deutschen deswegen so angefixt, überhaupt das Buch zu lesen, weil man ja durch den Klappentext nicht wirklich viel über das Buch erfährt und auch eigentlich zu Anfang gar nicht weiß, dass es sich um eine Liebesgeschichte handelt. Ich finde im Deutschen die Farbgebung ein bisschen komisch gewählt. Also es ist ja so ein Orange, Rot und Blau. Ich finde, das spielt unfassbar schön zusammen. Ich finde es auch toll, dass das Buch ja im Originaldeutschen einen blauen Buchschnitt hat. Also ich finde es ziemlich cool gemacht, muss aber trotzdem sagen, dass ich die Farben relativ irritierend finde. Aber als ich dann das Original gesehen habe, das ihr jetzt hier auf meiner rechten Seite seht, habe ich mir gedacht, wahrscheinlich wurde sich an den Originalfarben orientiert. Denn dieses Cover ist komplett verschnörkelt mit blau-orangenen Farben, was ich sehr, sehr schön finde, muss ich sagen. Ich muss aber sagen, dass mir alles in allem das deutsche Cover im Endeffekt doch besser gefällt. Ich finde bei beiden Covern die Farbgebung, ich finde die Farbgebung schön, also versteht mich da nicht falsch, aber ich finde die Farben komisch gewählt. Also ich hätte frühlingshafte Farben schön gefunden, irgendwie was Leuchtendes hätte ich cool gefunden. Ich meine, klar, dieses Rot-Orange leuchtet auch, aber irgendwie hätte ich mir was Zarteres drunter vorgestellt. Ich finde, die Farben sind doch schon sehr, ja, knallig, bombastisch und irgendwie hätte ich mir so ein bisschen was, zum Beispiel Altrosa-mäßiges vorstellen können, sowas in die Richtung, so ein bisschen Vintage irgendwie, so ein bisschen Cremefarben, Altrosa. Ich finde, das hätte dem Buch irgendwie eher entsprochen. Also jetzt halt zu dem, wie ich es empfunden habe. Ne? Das Buch hat mehrere Atmosphären, ist ja auch in mehrere Teile unterteilt, aber das, was ich zum größten Teil bei diesem Buch empfunden habe, obwohl es natürlich auch teilweise in eine sehr brutale Richtung ab und an geht, ist trotzdem eher so ein bisschen in diese Vintage-Farbgebung. Heißt Altrosa, Creme-Weiß, Weiß. Und ich finde diese knalligen Farben sowohl bei dem deutschen Cover als auch bei dem englischen Cover irgendwie nicht so passend gewählt, muss aber alles in allem sagen, dass mir da tatsächlich nicht das Original, sondern das Deutsche ein bisschen besser gefällt. Also ich finde das Deutsche irgendwie, okay, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich finde, dass da dieser Mensch drauf ist, ist unnötig. Also ich finde, diese Menschengestalt vorne auf dem Cover hätte nicht unbedingt sein gemusst. Also sage ich euch, wie es ist, weil ich denke mir so, warum? Dass der da so rumläuft, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Also für mich hätte da niemand drauf sein müssen. Trotzdem finde ich halt irgendwie, dass es eigentlich wirkt. Also ich meine, wie gesagt, das deutsche Cover hat mich halt wirklich dazu bewogen, im Endeffekt das Buch zu lesen. Und ich finde halt das englische Cover sehr nichtssagend. Also da ist ein Schlüssel drauf, der auch im Laufe der Geschichte sehr wichtig wird. Aber wenn man im Endeffekt den Klappentext liest und dann das Buch zur Hand nimmt, hat man erstmal keine Ahnung, was dieser Schlüssel da auf dem Cover soll. Wenn man das Buch im Endeffekt gelesen hat, weiß man, okay, ein Schlüssel spielt in dem Buch eine tragende Rolle. Dementsprechend ja, okay.
Aber ansonsten dieses ganze Gewurschel, diese Details, ich muss sagen, ich finde es sehr, mir gefällt es nicht so sehr, muss ich halt gestehen. Also ich finde die Farbgebung auch hier im Deutschen schöner, weil sie irgendwie knalliger wirkt. Ich meine, wenn man dann diese Farben nimmt, dann gefallen sie mir halt in der Leuchtkraft, also in der Leuchtkraft im Deutschen besser. Im Englischen sind sie eher so matt und noch dunkler gehalten, was vielleicht auch so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass die Stimmung des Buches bestimmt. Also man kann sagen 50-50. Einerseits haben wir so eine schwungvolle, schöne Jane Austen-mäßige Geschichte. Auf der anderen Seite ist es halt eine sehr düstere, mystische Geschichte, die halt wirklich auch ganz, ganz viele Geheimnisse in sich trägt. Deswegen ist vielleicht die Farbgebung beim Englischen an sich besser gewählt mit diesen gedrückten Farben. Alles in allem gefällt mir aber das deutsche Cover eindeutig besser. Schreibt mir übrigens gerne bei jedem Cover in die Kommentare, wenn ihr Zeit und Bock habt, welches euch besser gefällt. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht bin ich ja bei so einigen komplett anderer Meinung als ihr. Also bitte gern einen Kommentar da lassen. Wir machen jetzt mit dem nächsten Buch weiter. Eines meiner absoluten Favoriten und ich fand es super spannend, dass Blanche das ausgewählt hat. Ich habe es erst letztens in einem Video euch vorgestellt, nämlich Der beste Freund, den man sich denken kann. Ich glaube, dass das Video, wo ich das Buch vorgestellt habe, auch schon online sein müsste. Ich habe dieses Buch gefeiert. Das ist eine unfassbar tolle Geschichte, wo es um einen kleinen Jungen geht, der einen unsichtbaren Freund hat und die ganze Geschichte wird eben aus der Sicht dieses imaginären Freundes erzählt. Und jetzt auch hier sehen wir wieder das deutsche Cover. Ist für mich ein absolutes Highlight. Muss ich euch wirklich sagen, ich finde das deutsche Cover unfassbar schön. Ich finde das so aussagekräftig. Ich finde die Farben toll. Ich liebe es, Leute. Ich liebe dieses Cover. Ich finde es wunderschön. Muss aber sagen, dass es ein bisschen irreführend ist. Ne? Von Anfang an. Dieses Cover ist ein Ticken irreführend, einfach weil dieses Buch ja auch einen teilweise kriminalistischen Strang hat, der auch so ein bisschen düster ist und sehr, sehr spannend wird. Und ich finde, durch das Cover wirkt das Ganze total verspielt, als wäre es eine total locker leichte Story. Aber eigentlich geht das Buch im Endeffekt in eine ganz andere Richtung. Deswegen finde ich das Cover zwar unheimlich schön, ich liebe es so, wie es ist in meinem Regal, finde aber, dass es irreführend zu dem ist, was man eigentlich im Buch findet. Und jetzt kommen wir auf meiner rechten Seite, für euch die linke Seite, zu dem englischen Äquivalent, Memoirs of an Imaginary Friend. Ich muss sagen, ich finde das Deutsche hundertprozentig schöner, das auf jeden Fall schon mal dazu, aber ich finde das Englische passender. Von diesen düsteren, etwas gedrungeneren Farben, die so ein bisschen wirken, als hätte es gerade geregnet und als würde gerade das Ganze wieder so ein bisschen aufklaren, passt es besser zur Geschichte? Eindeutig. Also, da ist tatsächlich, es ist lustig. Mir gefällt das Deutsche viel, viel besser. Auch von den Farben ist es viel kräftiger gestaltet und irgendwie schöner gemacht. Trotz allem passt das englische Cover einfach viel, viel besser zu der Stimmung der Geschichte, finde ich. Also, ich meine, natürlich, man hat so eine locker fluffige Seite an diesem imaginären Freund, der die Geschichte erzählt. Aber andererseits ist es eine Geschichte, die trotzdem auch teilweise in eine sehr, sehr spannende Richtung geht, die den Leser aber auch schauern lässt und Gänsehaut bereitet. Und deswegen, wie gesagt, ist dieses englische Cover, finde ich, einfach passender gewählt, passender zu dem, was man als Leser in der Geschichte denn im Endeffekt erwartet. Jetzt kommen wir zu einem Buch. Da war ich sehr gespannt, warum Blanche das ausgewählt hat. Ich wusste nämlich gar nicht, dass sie in die Richtung gerne liest oder das vielleicht irgendwann mal lesen wollen würde. Und zwar handelt es sich um Giants von Sylvain Neuville oder Neuville. Ich habe das nicht gelesen, ist tatsächlich auch kein Buch, was in irgendeiner Form auf meiner Wunschliste gelandet wäre, aber ich finde es wahnsinnig spannend, weil ich das Cover schon mal gesehen habe und damals schon dachte, wow, ist es aussagekräftig. Ich finde dieses Cover irgendwie so eindringlich. Ich fand es schon immer total aussagekräftig und habe schon immer gedacht, hinter diesem Cover steckt irgendwie eine richtig krasse Message. Ich weiß auch nicht. Also dieses gedrungene Weiß, das ist ja nicht mehr so ein Cremeweiß, so ein helles, schönes Weiß, sondern das ist so ein richtiges Kaltweiß. Wisst ihr, was ich meine? So richtig gedrungenes Weiß einfach. Ich finde es richtig krass, wie gerade auch bei so einem Farbton wie Weiß, ja eigentlich an sich keine Farbe ist, es so viele verschiedene Abstufungen gibt, die einem unterschiedliche Gefühle vermitteln. Denn so ein Cremeweiß ist irgendwie, hat irgendwie was Warmes, aber so ein reines Weiß, das eigentlich schon fast stechend ist, wirkt einfach sofort komplett anders und sehr kalt. Und so ist das Buch gehalten und dann in der Mitte eben dieses roboterhafte Auge. Ich finde das total eindringlich und ich muss auch sagen, dass
als ich das Buch damals gesehen habe, schon fast Gänsehaut gekriegt habe. Es ist zwar im Endeffekt, ich hätte mir es tatsächlich fast wegen des Covers gekauft, aufgrund des Covers gekauft, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil es doch eine Geschichte ist, die jetzt nicht unbedingt meinen Auswahlkriterien entspricht. Trotz allem fand ich das Cover schon immer herausragend, also eben in der deutschen Variante, ne? Dann haben wir auf der anderen Seite das englische Äquivalent Sleeping Giants. Also es heißt halt tatsächlich auch natürlich im Englischen anders. Ich muss jetzt sagen, die anderen Bücher, um nochmal darauf zurückzukommen, gerade das zweite, Der beste Freund, den man sich denken kann, hieß ja Memoirs of an Imaginary Friend. Also ist nicht wortwörtlich übersetzt worden, weil sonst hätte es geheißen, Gedanken oder Erinnerungen eines imaginären Freundes. Hätte ich auch ganz cool gefunden, weil dann hätte man tatsächlich im Deutschen direkt gewusst, um was es geht, was man bei dem Titel Der beste Freund, den man sich denken kann, gar nicht hat. Bei Bridget Collins, Die verborgenen Stimmen der Bücher, im Englischen heißt es The Binding. Was heißt denn The Binding? Heißt es die Bindung? Wahrscheinlich heißt es die Bindung. Finde ich ganz cool, weil das tatsächlich richtig krass auf den Inhalt eingeht, dessen, was im Buch passiert. Finde ich sehr, sehr spannend, weil es geht ja ums Buchbinden. Da haben sie im Deutschen tatsächlich so ein bisschen nochmal Bezug drauf genommen. Mit den Büchern, die verborgene Stimme der Bücher. Ich finde beides passend. Da finde ich tatsächlich beides passend. Bei Memories of an Imaginary Friend finde ich den englischen Titel, den hätte man gut wörtlich übernehmen können, finde ich. Und bei Giants haben sie im Deutschen halt einfach nur Giants draus gemacht und es heißt halt im Englischen Sleeping Giants. Wenn man die Geschichte kennt, weiß man wahrscheinlich, worauf das anspielt. Schlafende Giganten. Ich habe jetzt die Reihe noch nicht gelesen, werde es auch nicht tun und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, worum es in den Büchern geht. Ich weiß aber, dass die Cover hier so richtig komplett unterschiedlich sind. Im Englischen ist es halt quasi so eine Art Universumshintergrund, also ne, es ist Nacht, man sieht ganz viele Sterne und in der Mitte ist so eine Art Gerät oder Innenleben eines Geräts. Und da ist noch so ein Zeichen drauf. Ja, Ich finde es irgendwie nichtssagend, Leute. Also es ist halt einfach, man sieht ein Schraubengewinde, außenrum Universum. Ich finde es komplett nichtssagend. Und im Gegensatz zu diesem deutschen, eindringlichen Cover, finde ich das Englische schon fast. Ich weiß nicht, also ich finde im Deutschen schreit es lies mich, weil es einem sofort Gänsehaut verursacht, aufgrund der Farbgebung und wie es gemacht ist. Und das Englische ist so, ja, es ist richtig krass, weil ich bisher, das muss man ja echt sagen, die deutschen Cover immer schöner fand. Na, also bei allen anderen Büchern davor, ich fand das deutsche Cover immer schöner. Ob es jetzt natürlich dem Buch gerecht wird und passend ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber trotzdem fand ich bisher die Deutschen eigentlich immer schöner gemacht. Aber alle ja komplett anders. Ich finde das super spannend, Leute. Das ist eigentlich eine echt spannende Frage. Ich frage mich nämlich immer, warum die im Deutschen überhaupt komplett andere Cover machen. Weil ich mir so denke, bekommen sie vielleicht wirklich das Urheberrecht für das englische Cover nicht, dass sie das gar nicht nehmen dürfen? Das frage ich mich wirklich, weil davon habe ich keine Ahnung. Ich bin zwar Buchhändlerin, aber mit sowas befassen wir uns natürlich im Handel nicht. Es ist echt spannend. Ich frage mich halt wirklich, bekommen die das Urheberrecht nicht? Dürfen die das Originalcover nicht benutzen? Oder ist es halt wirklich so, dass die Verlage so Bock drauf haben, was komplett Eigenes daraus zu machen, dass sie es halt einfach machen? Ich weiß es nicht, weil die bisherigen Cover waren halt wirklich komplett unterschiedlich, Leute. Das muss man ja wirklich sagen, komplett unterschiedlich. Ich finde es super spannend, aber auch hier gefällt mir das Englische weniger gut als das Deutsche. Und ich finde das Deutsche halt auch irgendwie einfach aussagekräftiger. Da steckt irgendwie eine Message dahinter und man fühlt auch sofort was, wenn man es sich anguckt. Und ich finde das Englische irgendwie so komplett nichtssagend. Universum, Sternchen hier, Sternchen da. Ein Gewinde von irgendeinem, wahrscheinlich einem Roboter dann im Endeffekt. Ja, ne, also ich finde, da passiert halt auch nicht viel, wenn man es sich anguckt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, auch da schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu einem Buch, das ich ja sehr mochte, nämlich, ihr seht es hier, Niemand wird sie finden von Caleb Röhrig. Und da hat mich Blanche so richtig überrascht. Sie hat mir dann das geschickt und auch das englische Cover und ich dachte so, warte, was? Ich wusste nicht, dass Caleb Röhrig Engländer oder Amerikaner ist. Ich weiß auch immer noch nicht, ob er Engländer oder Amerikaner ist. Auf jeden Fall ist er kein Deutscher. Und das wusste ich nicht. Ich dachte tatsächlich, dass er ein deutscher Autor ist, obwohl ich mir bei dem Vornamen Caleb das wahrscheinlich hätte denken können. Aber Röhrig, Leute, ist so ein deutscher Nachname. Jetzt mal ehrlich. Röhrig, ja? Wie spricht sich das im Englischen überhaupt aus? Caleb
Röhrig? I don't know. Sprechen Sie das auch Röhrig? I don't know. Also das ist für mich halt so ein deutscher Name, ne? Deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass er Deutscher ist. Ist er tatsächlich nicht, deswegen kommen wir auch hier zu einem Cover-Vergleich. Niemand wird sie finden. Ja, das ist so ein typisches Thriller-Cover. Fette, verkrakelte Kreideschrift, Mädchen im Hintergrund, die liegt anscheinend. Ich find's hässlich. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich fand das Cover noch nie schön. Das war tatsächlich ein Buch, das ich aufgrund dessen angefragt habe, dass ich da tatsächlich den Klappentext ziemlich spannend fand. Und ich habe es auch nie bereut. Ich hatte das ja als Rezi-Exemplar. Die Rezi findet ihr in der Infobox. Das Buch war ziemlich cool. Es ging dann auch am Ende in eine Richtung, die mir ziemlich gut gefallen hat. Und ich fand es super spannend. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber das Cover ist halt echt nicht ansprechend. Ich meine, was sagt ihr dazu? Ich finde das halt... Ich muss sagen, mich hat es noch nie so sehr gestört, dass im Deutschen ganz, ganz viele Cover mit irgendwelchen Mädchen im Hintergrund hier, Mädchen im Hintergrund da, gerade bei Fantasy-Literatur, merkt man das ganz, ganz oft, dass einfach ein Mädchen aufs Cover gesetzt worden ist. Da kommen wir gleich auch noch mehr dazu. Aber auch bei Thrillern, ne? Also, es ist halt so ein Mainstream-Cover, wo man das Gefühl hat, der Verlag hat nicht viel Arbeit reingepackt, so, ne? Einfach diese Kreideschrift, ein Mädchen dahinter und gut ist. So als wäre das halt einfach ein Buch, das hat wahrscheinlich kein riesen Marketing gekriegt, wurde einfach so durchgewunken und gut war das Ganze, ne? So stelle ich mir das jetzt vor, weil es gibt ja in jedem Verlagsprogramm Bücher, die besonderes Marketing bekommen und die der Verlag auch den Buchhändlern besonders ans Herz legt. Und ich gehe davon aus, dass Niemand wird sie finden, in dem Verlagsprogramm, das zu dem Jahr halt gerade drin war, nicht unbedingt das Riesenmarketing bekommen hat und deswegen auch vom Cover her halt so 0815 aussieht, ne? Also so richtig gewöhnlich und einfach überhaupt nicht irgendwie herausstechend, ne? Ich meine, klar, eine Aussage ist da, man hat eben diese Kreideschrift, die ja sofort dem Leser sagt, das hier ist wahrscheinlich ein Thriller, ein Jugendbuch-Thriller, ne? Aber sonst steckt da nicht viel dahinter. Also ich muss sagen, gefällt mir überhaupt nicht das deutsche Cover. Kommen wir zu dem englischen Cover. Und Leute, wow! Ich finde auch tatsächlich, dass der englische Titel, der ja heißt Last Seen Leaving, so viel besser passt zu dem Buch. Denn in dem Buch geht es ja, ich kann es nur noch ganz, ganz grob euch erklären, in dem Buch geht es ja um einen Jungen, der dabei hilft, ein Mädchen zu finden, die halt, was weiß ich, vor ein paar Wochen das letzte Mal gesehen wurde und die jetzt verschwunden ist. Und er kannte sie halt und möchte sie jetzt finden. Leute, ich kann euch nicht mehr viel sagen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang er mit ihr steht, ob es seine Freundin war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall passt aber der Titel Last Seen Leaving so viel besser, als Niemand wird sie finden. So viel besser. Das ist im Deutschen nochmal so dieses gepresste, versucht irgendwie einen Spannungseffekt in diesen Titel zu packen. Aber Last Seen Leaving hört sich so viel cooler an. Das ist so, aber ganz ehrlich, versucht das mal ins Deutsche zu übersetzen, ja. Zuletzt gesehen, als sie gegangen ist, ja. Also das kann man halt so schlecht ins Deutsche übersetzen, dass ich schon verstehen kann, dass sie den Titel geändert haben, ehrlicherweise. Aber Last Seen Leaving ist so, boah, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das total cool und viel, viel passender als den deutschen Titel. Und da die Verlage ja im Deutschen so, so gerne englische Titel machen, gerade ja auch im New-Adult-Bereich, hätten sie ja den Titel auch einfach übernehmen können. Also, ne, wäre ja nicht schlimm gewesen. Machen ja ganz, ganz viele Verlage. So, und jetzt guckt euch das Cover bitte mal an. Ich finde es wunderschön. Und da sieht man halt auch einfach mal, dass auch Thriller-Cover kreativ sein können. Weil ganz ehrlich, es ist bei Thrillern so ein bisschen wie bei New Adult. Die Cover sehen alle gleich aus. Bei New Adult stört mich das nicht, weil ich die Cover trotzdem wunderschön finde. Alle auf ihre Art wunderschön, aber es geht alles in dieselbe Richtung. Aber bei Thrillern, ich finde die Cover so, meistens ist da Blut drauf, ein blutiges Schwert, ein blutiges Messer, eine blutige Pistole. Bei so vielen, ja, es ist einfach nichts Originelles. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich das Genre an sich nicht so gerne mag, dass ich das so empfinde. Ich weiß es nicht, aber ich habe nie das Gefühl, dass irgendwie ein Thriller auch nur ansatzweise besonders aussieht. Und das hier ist ja jetzt natürlich ein Jugendbuch-Thriller, das heißt, natürlich ist das nochmal ein bisschen anders gemacht als jetzt einer für Erwachsene. Aber schaut es euch an, das sieht so schön aus. Diese Bäume mit diesen teilweise roten Blättern, die so ein bisschen darauf hinweisen, das könnte was mit Blut zu tun haben. Eine umrissene Schattengestalt, die in den Bäumen rumrennt und dazwischen sieht man den Titel. Ich finde es mega, Leute. Ich finde dieses Cover so schön. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich mein deutsches hässliches Cover gegen dieses englische eintausche.
Ich werde das Buch sowieso nicht nochmal lesen und wenn ich das dann halt auf Englisch kriegen kann, vielleicht sogar im Hardcover, man weiß es ja nicht, bin ich echt am Überlegen, ob ich das austausche, wirklich. Weil ich finde den Titel passender, ich finde das Cover viel schöner und was soll ich dazu sagen? Das erste Cover, das mir im Englischen so viel besser gefällt und auch irgendwie viel besser zur Geschichte passt, weil ganz ehrlich, einfach ein Mädchen auf dem Cover, also so wie es halt im Deutschen gemacht ist, ist halt nicht wirklich aussagekräftig, also finde ich, ne? Ja, spannende Sache, aber es ist, ja, Leute, bisher noch nicht wirklich ausgewogen. Alles anfangs haben mir die deutschen Cover besser gefallen und hier das erste Mal das englische, also quasi das Original. Und ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ja, ihr Lieben, ich habe beim Schnitt bemerkt, dass ich einen Cover-Vergleich vergessen habe, den ich jetzt hier natürlich noch nachträglich einfüge, bevor dann im Endeffekt das letzte Cover drankommt, das sowohl ich als auch Blanche in unseren Videos bewerten. Und zwar geht es noch um ein weiteres Cover von einem Buch, das mich tatsächlich vom Inhalt her absolut und gar nicht anspricht. Und zwar ist das Im Turm von Josiah Bancroft. Es ist ein Buch, das Blanche gelesen hat. Sie mochte es nicht allzu sehr, aber sie fand tatsächlich den Cover-Vergleich wohl anscheinend super spannend und interessant, weshalb sie mir die beiden Cover zugeschickt hat. Zu meiner linken und eurer rechten Seite seht ihr jetzt das deutsche Cover, das sehr eindringlich ist. Also es ist sehr rot, sehr dunkel. Man sieht darauf diesen hohen Turm. Es wirkt super bedrohlich, auch aufgrund dessen, wie die Farbe einfach gewählt worden ist, finde ich. Und es wirkt auf den Leser. Also man hat irgendwie schon so ein bisschen Angst. Man merkt, okay, das ist nicht unbedingt die schönste Stimmung oder die schönste Atmosphäre, die einen da erwartet. Man merkt schon, okay, das wird wahrscheinlich sehr, sehr spannend und intensiv werden, wenn man das liest, und wahrscheinlich auch eine sehr bedrohliche Handlung in irgendeiner Form haben. Wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht gelesen. Das heißt, ich weiß nicht, was in diesem Buch passiert. Ich glaube, es geht halt wirklich um jemanden, der in einem Turm gefangen ist. Auf jeden Fall ist das das, was jetzt mal der Titel ausdrückt. Aber ja, wie gesagt, also ich finde, das deutsche Cover wirkt irgendwie sofort sehr bedrohlich. Alleine durch die Farbgebung, durch diese rote gedrückte Farbe. Es ist halt auch einfach eine sehr intensive Farbe, das muss man halt sagen. Es ist auch kein helles, leuchtendes Rot, sondern wirklich total dunkel. Es ist einfach nur dieser riesen Turm darauf, der super dunkel auch aufgebaut ist, super dunkel gemacht ist auf dem Cover. Dann sind da teilweise noch Gesichter in dem Turm verankert. Alles in allem wirkt es. Also, ich würde es mir niemals kaufen, ehrlicherweise. Ich finde das Cover auch überhaupt nicht ansprechend. Es wirkt halt bestimmt so, wie die Geschichte im Endeffekt auf einen wirken soll. Also ist wahrscheinlich gar nicht schlecht gewählt, das Cover. Aber ich finde es einfach nicht schön. Muss ich ehrlich sagen. Also, mir gefällt es gar nicht. Und wenn wir uns dazu jetzt dieses Cover hier auch schon anschauen, nämlich das englische Cover. Da muss ich sagen, das finde ich doch irgendwie cooler gemacht. Also tatsächlich hier auch wieder mal ein Cover-Vergleich, wo mir das englische deutlich besser gefällt. Denn auch da haben wir natürlich einen Turm, aber da ist tatsächlich quasi ein Mensch drin gefangen, der einerseits die Lasten des Turms auf sich trägt und andererseits natürlich auch im Turm ist und nicht nach draußen kann. Also ich finde, obwohl beide Cover sehr aussagekräftig sind und beide Cover eigentlich, finde ich, schon zu dem passen, was jetzt mal auf dem Klappentext des Buches steht, worum es geht, finde ich an sich das englische Cover schöner, passender und auch irgendwie cooler gestaltet, ne? Mit dieser Person, die da in einem Turm gefangen ist. Und es ist halt wirklich so, diese Person trägt die Lasten des Turms. Und ich glaube, das ist halt auch das, worum es halt grundsätzlich in dem Buch gehen wird, was dieser Person in dem Turm passiert. Was sie da alles durchmachen muss. Und das sind natürlich Sorgen, die man da auf den Schultern trägt, die halt einfach in dem Cover quasi durch den Turm außenrum dargestellt werden. Und natürlich dann eben noch die, ja, dass man quasi als Mensch dort gefangen ist und nicht raus kann. Und ich finde es super spannend, weil im Deutschen ja irgendwie ein anderer Ansatz gewählt wurde oder der Mensch im Turm quasi rausgelassen worden ist und nur teilweise so Grimassen außen ins Cover reingesetzt worden sind. Ich muss sagen, dass mir hier die englische Variante deutlich besser gefällt und ich sie auch irgendwie cooler gemacht finde. Und das wäre tatsächlich ein Cover, das eher zu mir als Leser gesprochen hätte und mich angesprochen hätte. Also wenn ich jetzt tatsächlich gedacht hätte, okay, mich interessiert die Geschichte, ich hätte sie im Deutschen wahrscheinlich trotzdem nicht gekauft, weil ich das Cover so bedrohlich finde, dass ich wahrscheinlich gedacht hätte, das ist nichts für mich.
Im Englischen wäre ich dann doch eher dazu gekommen, mir meinen Geldbeutel zu schnappen und mir das zu kaufen. Ich muss natürlich sagen, mich interessiert der Inhalt so überhaupt nicht. Also ich habe mir den Plot mal durchgelesen und das ist gar nicht meins. Und natürlich auch von Blanche Erzählungen, die ja gesagt hat, das hat ihr nicht so dolle gefallen. Aber ich finde das englische Cover trotz allem sehr, sehr cool gemacht. Also ich finde es ein sehr schönes Cover. Ich finde, da hat sich jemand auch richtig Mühe gegeben, das cool zu gestalten, im Gegensatz zu dem Deutschen. Ich könnte mir auch hier tatsächlich vorstellen, dass da bestimmt einfach, dass das schnell gemacht worden ist, ne? Wahrscheinlich ist kein Buchcover schnell gemacht, aber das ist mit Sicherheit kein Buch gewesen, das ein riesen Marketing gekriegt hat. Da habe ich ja auch vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass das eine riesige Marketing-Werbekampagne vom Verlag bekommen hat. Ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass dieses Buch auf dem Markt war. Es ist bestimmt auch schon eine Zeit lang her. Und deswegen denke ich halt, dass da sehr, sehr schnell halt einfach so ein düsteres Cover rausgehauen worden ist und sich da jetzt nicht so die Riesenmühe gemacht worden ist, wie halt jetzt bei einem Buch, das halt ein riesen Marketing bekommt, ne? Und ich finde, gerade bei dem englischen Cover merkt man halt, da hat sich jemand richtig Mühe gemacht, da hat jemand richtig überlegt, was könnte man machen, hat natürlich auch den Titel so ein bisschen wörtlich genommen, das muss man natürlich ja auch sagen, und da was richtig Cooles draus gemacht. Also, ja, ich finde es ziemlich cool und finde das Englische da im Endeffekt schöner als das Deutsche. Und jetzt kommt nur noch eins, nämlich das Cover, wo sowohl ich als auch Blanche drauf reagieren. Also wir haben uns gegenseitig Cover rausgesucht und haben bei einem Buch gesagt, okay, komm, lass uns da beide drauf reagieren, weil wir nämlich beide in den letzten Tagen das erste Kapitel oder die Leseprobe gelesen haben. Und zwar handelt es sich um Hush, das ihr ja zuletzt in meinem Was lese ich als nächstes Video gesehen habt. Das heißt, ich habe Prolog und erstes Kapitel gelesen und Blanche hat in den letzten Tagen die Leseprobe dazu gelesen. Und wir haben uns gestern ganz intensiv darüber unterhalten, weil es wohl einen riesen Fauxpas gab, den der Verlag sich da geleistet hat. Und davon habe ich gar nichts mitbekommen. Es geht irgendwie darum, dass die Autorin von Hush, Dylan Farrow, mit Woody Allen verwandt ist und dass der Verlag seinen Namen genutzt hat, um das Buch zu bewerben. Und quasi auf dem deutschen Markt die haben halt den Namen mit ins Marketing einfließen lassen. Und auch auf Amazon kann man halt groß sehen, die Nichte bla 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 von Woody Allen. Ich weiß wirklich nicht, in welchem Zusammenhang sie steht, ob sie Nichte, es könnte die Nichte sein, I don't know. Und das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass er sie angeblich missbraucht hat. Und dass der Verlag natürlich jetzt Werbung mit seinem Namen macht, obwohl sie in so einem entsetzlichen Zusammenhang mit ihm steht, ist natürlich unter aller Kanone. Das nur mal vorweg. Trotzdem habe ich das Buch hier. Ich habe es ja als Leseexemplar bekommen. Also unsere Buchhandlung hat das Buch als Leseexemplar bekommen. Deswegen werde ich dann im Endeffekt auch kein Geld für das deutsche Buch ausgeben. Trotz allem unterstütze ich natürlich weiter den Verlag, weil wahrscheinlich, das ist halt wahrscheinlich ein Fehler der Marketingabteilung. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, warum das passiert ist. Es ist auf jeden Fall überhaupt nicht gut und überhaupt nicht toll gelaufen. Trotzdem liebe ich den Löwe Verlag und ich finde auch weiterhin, dass das Buch sich richtig, richtig toll anhört. Es spricht aber dafür, dass man vielleicht, wenn man es sich kaufen will und des Englischen mächtig ist, vielleicht eher zu der englischen Variante greift und da im Endeffekt dem Verlag zu sagen, nee, das fand ich einfach nicht okay. Und zwar geht es halt, wie gesagt, um Hush, wo im Deutschen auch wieder ein Mädchen zu sehen ist. Ich finde aber, in diesem Fall wurde es besser in Szene gesetzt als bei dem Thriller davor. Dieses Mädchen hat durchdringende blaue Augen, knallrote Haare, die Schrift ist gold hervorgehoben, sie hält einen Zeigefinger an die Lippen, was so ein bisschen darauf hinweist, worum es in dem Buch geht, denn es geht ja darum, dass bestimmte Wörter angeblich die Macht haben sollen, Menschen krank zu machen. Deswegen darf man diese nicht aussprechen. Ich finde es sehr ausdrucksstark. Ich finde, dass Gesichter ausdrucksstark sein können, je nachdem, wie man sie in Szene setzt. Man sieht das ja auch beim Modeln, ja? Also, wenn man sich Modelbilder anguckt, ganz, ganz viel, es kommt ganz, ganz oft auf den Ausdruck im Gesicht des Models an, was es aussagt, was es erreichen will. Ne? Bei dem Buch von Caleb Röhrig ist es so, das liegt da so, ne? Schrift ist drüber, das wirkt auf mich gar nicht. Wenn ich mir jetzt das hier angucke, dieses knallrote Haar, natürlich die blauen Augen, der Ausdruck im Gesicht, die Schrift. Man muss auch dazu sagen, dass dieses ganze Buch überzogen ist von so einem matten Schimmer. Also das glänzt richtig, wenn man es hin und her bewegt hinter der Kamera. Ich finde es toll gemacht. Es ist halt einfach ein wunderschönes Cover, Leute. Das kann man nicht anders sagen. Ich finde es sehr, sehr schön. Ich bin halt auch niemand,
der viel, sonderlich viel dagegen hat, wenn jetzt auf Fantasy-Büchern Mädchen drauf sind. Das ist bei Vortex so, bei der Biss-Reihe sind ja so Frauen Zeichnungen vorne drauf. Es ist gerade im Fantasy-Bereich ganz, ganz oft so. Blutbraut hat das, ne? Heartless hat das. Es ist nicht sonderlich originell, aber es kommt auch einfach darauf an, wie es gestaltet ist. Und ich finde hier das wirklich schön. Ich habe gar nichts dagegen. Ich finde es aussagekräftig. Die Farben finde ich toll. Und es hat mir sofort Lust und Laune drauf gemacht, das Buch zu lesen. Ne? Jetzt gucken wir uns das Englische an. Und das sieht ja mal komplett anders aus. Und auch da habe ich mir wieder die Frage gestellt, wie kommt es, dass sie im Deutschen das Cover komplett anders gemacht haben? Und auch wieder an der Stelle die Frage, bekommen sie halt einfach nicht die Rechte an den englischen Bildern? Das kann sehr gut sein, dass sie halt einfach nicht darauf verfügen können, dass sie nicht darüber verfügen können und sagen, wir nehmen einfach dasselbe. Es gibt Bücher, da wurde dasselbe Cover übernommen, es gibt Bücher, da wurde das nicht gemacht und man fragt sich natürlich immer, dürfen die Verlage das dann vielleicht im Endeffekt gar nicht und machen sie deshalb was komplett Neues? Weil es ist mit Sicherheit ja doch eigentlich viel einfacher, das Cover zu übernehmen und einfach den deutschen Titel drauf zu drucken. I don't know. Ich meine, in dem Fall hätten sie ja noch nicht mal einen anderen Titel drauf drucken müssen, weil es sowohl im Deutschen als auch im Englischen Hush heißt. Ja, aber jetzt schauen wir uns das Englische mal genauer an. Wir haben den Titel, der quer über das Buch geschrieben ist. Bei dem H ist noch so eine Gesichtsform dran gepackt. Im Hintergrund, da ist so ein bisschen blau. Man sieht teilweise so eine Art Bergruine, Burgruine, vielleicht auch eine Stadt, eine Burg. Im Hintergrund ganz viel wenig Wasser. Dann ist das Ganze so grisselig und außenrum ist es weiß. Ich finde es wunderschön. Ich finde sowohl das Deutsche als auch das Englische wunderschön. Obwohl sie komplett andere Atmosphären oder komplett an eigene Stimmungen in mir jetzt als Leser hervorrufen. Die Cover wollen was komplett anderes. Also ich meine, auf dem deutschen Cover einfach diese leuchtenden Farben versprühen sofort leidenschaftliche Gefühle. Man erwartet eine spannende Geschichte, aber auch eine Protagonistin, die sich durchzusetzen weiß und die alles selbst anpackt. Also es sprüht vor Leidenschaft und Spannung, finde ich, wenn man sich das deutsche Cover anguckt. Das englische Cover wirkt so ein bisschen düsterer, auf jeden Fall. Es wirkt so ein bisschen düster, gerade auch mit dieser Burgruine oder dieser Burg im Hintergrund wirkt es so ein bisschen, ja, gedrungener, gedrückter. Also es hat auf den Leser beides eine komplett unterschiedliche Art und Weise, wie es auf einen wirkt. Und das finde ich total spannend. Also bei dem Englischen hätte ich gar nicht gewusst, so was auf mich zukommt. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich finde, dass das Englische so ein bisschen aussieht wie Sci-Fi. Gerade durch diesen blauen Hintergrund mit diesen Goldsprenkeln vorne drauf und diesem Weiß, was neben so kriselt und dann halt komplett ins Weiße abdriftet. Ich finde das Englische irgendwie so ein bisschen irreführend. Ich habe zwar das Buch noch nicht gelesen, aber es geht ja um das gesprochene Wort. Es geht um Sprache. Ich finde, dass das englische Cover da gar nicht drauf eingeht, außer halt eben durch das Wort Hush, ne? Ansonsten finde ich, wirkt das wirklich wie eine Sci-Fi-Cover. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde beide Cover wunderschön, ne? Aber ich finde, dass das Englische jetzt nicht unbedingt zum Inhalt passt, ne? Ich bin so gespannt, was Blanche dazu sagt, weil ich meine, wir haben das Buch beide noch nicht durchgelesen. Wir haben beide so eine Ahnung, worum es geht. Wir haben beide den Anfang gelesen. Ich finde sehr, sehr spannend, ob sie findet, dass das englische Cover besser passt. Ich finde halt, es wirkt wirklich sehr wie eine Sci-Fi-Geschichte. Nach Sci-Fi irgendwie, halt von dem, wie es gestaltet ist, ne? Wie Giants ja auch. In Giants ist ja auch dieser blaue Hintergrund mit den goldenen Punkten und so ähnlich ist das Cover von Hush auch gemacht. Also wenn wir uns jetzt mal Hush und Giants angucken, die beiden englischen Cover, also das ist sowas, was bei mir als Leser einfach schreit Sci-Fi, ne? Und auf diesem englischen Cover wirkt halt nur der Titel dem entgegen, indem er sagt Hush, also Sch, sei leise, ne? Und im Endeffekt ist jetzt natürlich ein Mädchenkopf vorne auf dem Cover jetzt auch nicht so, dass es schreit, oh mein Gott, es geht da und darum. Aber ich meine, sie macht wenigstens so und guckt halt so, ne? Und irgendwie, ich meine, im Deutschen haben wir natürlich auch noch einen Untertitel, der dann irgendwie versucht, noch näher drauf einzugehen. Nämlich steht verbotene Worte drunter. Ja, ich weiß nicht. Ich finde beide schön, beide sehr, sehr schön. Finde aber da auch das deutsche
Cover passender. Was lustig ist, weil ich ja bei den anderen, wo mir die deutschen Cover deutlich besser gefallen haben, trotzdem teilweise die englischen Cover von der Stimmung her und der Atmosphäre her passender fand. Also Leute, es ist total spannend. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das hier auf dem Kanal öfter sehen wollt. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal schreiben, auf welche Cover ich reagieren soll. Ich bin so gespannt, was Blanche zu den Covern sagt, die ich hier ausgesucht habe. Auf die möchte ich auch unbedingt mal reagieren, weil das so tolle Cover sind und die Cover sind so unterschiedlich. Es macht richtig Spaß, also schaut unbedingt bei ihr vorbei. Und wenn ihr Tipps habt, auf welche Buchcover ich unbedingt mal reagieren soll, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!